Ja, Freunde und damit herzlich willkommen zu dem angekündigten Projekt, das ich mit meinen Zuschauern spiele. Und zwar heute der Laurent Osmani, musste mich leider dummerweise gerade einladen. Weil, warum auch immer die Facebook-Verbindung bei mir nicht funktioniert, ich muss dann gleich mal Fred anhauen, wie es bei ihm aussah. Aber ich kann nichts tun. Ich kann dummerweise keinen einladen, deswegen müsste das dummerweise andere Leute übernehmen. Er hat sich die Map Z-Faktor gewünscht mit schwierig, ich glaube das ist schwer, genau. Und so mal eine kleine Information bezüglich der Facebook-Gruppe. Ich habe jetzt eine erstellt und ja, ich sag den Leuten meistens, also die Gruppe heißt Bloons Tower Defense 5 Koop mit Darky. Wenn ihr mich addet, dann werde ich euch sowieso meistens automatisch hinzufügen, sofern ihr dann... ja, mir schreibt, dass ihr gerade wegen Bloons da seid. Wer weiß, vielleicht erinnert mich irgendjemand anders. Deswegen warte ich erst noch was ab. Und ja, ich werde dann mal in die Gruppe reinschreiben, wann ich da bin, wann ich spiele, wann ich mit wem gerade was mache. Und habe auch gerade reingeschrieben, dass ich gerade mit ihm spiele. Deswegen müssen sich die anderen erstmal etwas gedulden, weil ich habe schon wieder 100.000 Anfragen. Oh, Dark, bitte, jetzt will ich spielen. Bitte, 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 jetzt. Und ja. Deswegen, ja, ihr seht, Koop ist ja, kennt er eigentlich schon, das Feld wird geteilt, manchmal ungerecht, manchmal gerecht, wer weiß. Und er macht hier gerade alles, währenddessen werde ich mal ganz kurz meine Bananenplantage hier setzen. Dummerweise wollte ich natürlich der Host sein, weil einfach der Host wesentlich besser dran ist, weil er keinen so krassen Delay hat, der Host, weil es ist halt, so, läuft sozusagen über ihn. Und der Mitspieler hat dann, so wie ich, teilweise hat auch halt auch wieder das Problem mit dem scheiß Gebäude hinsetzen. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So, er macht die ganze Zeit alles, das finde ich gut, mit den Wurfpfeilaffen. Das heißt, ich brauche hier hinten noch gar nichts tun, außer halt die ganze Zeit Wurfpfeilaffen zu pflanzen und Bananenplantagen zu setzen, um Geld zu kassieren. Schön, super, dass du alles machst. Gefällt mir. Und ja, es muss halt ein bisschen warten, bis irgendwann mal ein Gegner hinten ankommt, und wenn sie hinten ankommen, dann sollten wir sie besiegen. Er hat doch schon Klebstoff, also ich glaube, ich werde nicht einen einzigen Popcorn kriegen, oder? Oder wettet ihr mit mir, dass ich keinen einzigen Popcorn kriege? Doch, ich habe ja schon einen. Der hier hat einen. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, da hat wieder der Nächste, der gerne mit mir spielen möchte, wird natürlich auch in die Gruppe eingeladen. Deswegen, ich verwalte ja nebenbei so noch ein bisschen die Gruppe. Und ein kleiner Hinweis, ihr braucht mich vor Nachmittags überhaupt gar nicht anzuschreiben in Bloons. Weder, dass ihr gerade mit mir spielen wollt, weder, was ich gerade mache, whatever. Ich bin einfach nicht da und kann auch nicht antworten. Deswegen seid so nett und lasst es. Weil, ja, es erspart euch ja auch Zeit. Also frühestens ab 16, 17 Uhr, dann schreibe ich nämlich auch meistens in die Facebook-Gruppen rein. Na go. Achso, hier ist gar kein. Ich habe ja gesagt, durchweg, aber das ist ja klar, hier wird keine Pause gemacht, keine ewige Pause. Go. Leider kann man. Ja, genau das meinte ich mit dem Delay. Das würde dir als Host niemals passieren. Weil du als Host, naja, selten, aber es ist zumindest seltener. Und ja, und das ist halt auch der Vorteil vom Host. Der ist meistens immer so am Anfang. Dabei habe ich das Gefühl. Und er kann jetzt hier alles machen, während ich einfach hinten stehe und Bananenfabriken ausbaue. Aber so ist das halt. Was kann man denn sonst noch bauen? Wir könnten Scharfschützen bauen, damit jetzt auch Popcorns kriegen. Ah, so kann man es machen. Damit ich die Popcorns bekomme. Oder ich werde einfach mal was gerade machen. Na, wir bauen doch Scharfschützen, ist okay. Ich denke, der kriegt das hin. Wenn der denkt, dass er es hinkriegt, dann bitte sehr. Der kriegt das schon hin. Dann werden wir mal überall die Sniper in die Dinger hier reinballern. Piu, piu, piu. ja, mal schauen, ob wir gewinnen oder verlieren. Es ist relativ egal eigentlich. Es geht just so fun. Wie gesagt, ich hab ja beim Video gesagt, bei dem Ankündigungsvideo, immer allein zu spielen ist auch ein bisschen doof. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Unterstützung geholt. Und ich hoffe mal schon, dass ihr hier mich fleißig unterhaltet. Oh, der hat auch immer diese Bananenplantagen. Mein Gott, ey. Bau doch mal lieber mehr Türme. Ach ja. Ich werde dich natürlich unterstützen mit meinen... Mit meinem super Scharfschützen ist der natürlich ganz klar. Einer sollte aber reichen. Oder, nee, U-Boote kann ich ja gar nicht bauen. Wollte schon sagen. Oder wir können natürlich einen Heli bauen. Das wäre natürlich auch mega awesome.
Dann bauen wir hier einfach ein Heli hin. Da würde ich hier gerne hin noch. Das war schwer gewesen, richtig? Ich kann. Das Dumme ist natürlich, wenn die meisten Leute auf dem Handy spielen, kann ich denen wenig schreiben, was das angeht. Also dann spielen sie halt auf dem Handy und sehen es halt nicht. Ich mache einfach nichts. Oh, ich hätte verdammt nochmal die scheiß Affendorf dahin. Nein! Das ist doch mein Plan gewesen, einen Affendorf dahin zu setzen, weil ich da eigentlich noch eine hin. Ach, scheiß drauf. Ich werde jetzt ein Apachen-Dings hinsetzen. Den Apachen-Wurfschiff. So, das ist Affendörfchen. Und gleich kommt mein Heli. Kommt schon wieder der nächste kleine Affe hier. Ja, die auf Grundstufe sind schon stark genug, den ganzen Mist, der hier durchkommt, so ein bisschen abzuwehren. So, wo ist er denn? Da hinten ist auch mein Heli. Na? Na, Schnuckerchen? Da, bitte sehr. Jetzt kriege ich auch Popcorns, seht ihr? Ich komme schon zu meinen Counts. Der hat übrigens vergessen, der braucht einen Bananenbauer-Dingensen. Wenn ich übe. Aber ich denke, ich werde hier natürlich den Apachen-Wurfschiff benutzen. Ist ja ganz klar. Um dann später so viele Popcounts zu haben, dass er mega weit hinten ist. Also ist ja bis Runde 85 geht's ja. Und da haben wir noch ordentlich was vor uns. Zeitlich, ja, wird schon werden, wenn ich hier gleich noch eine vierte. Soll ich noch eine vierte hinbauen? Nee, wa? Das wäre mega assi. Dass ich eine vier Stück habe schon auf Bananenrepublik. Bananenplantage. Ja, Bananenrepublik schon richtig. Und er gerade mal drei auf ganz niederster Stufe, die. Na, schon auf der zweiten Stufe. Er ist schon 1-0. Jetzt hat er 2-0. Oder 2x. Wer weiß, ob die ja langlebige Bananen hat. Beim Affenbau natürlich etwas unnütz. Wenn man allerdings keinen hat. Dann braucht man definitiv einen. So, ein paar Chatfenster zu machen. Nicht drängeln, ihr Kleinen. Ja, also ich kann schon durchaus verstehen, dass ihr alle das spielen wollt, alle mitspielen wollt, aber dauert halt immer ein bisschen, bis ich. Ups. Ne, alles in Ordnung. Ich bin jetzt schon so. Ich sollte die vielleicht mal aufrüsten. Damit ich, falls hier mal wirklich was durchkommen sollte, keine Angst haben brauche. So, hat mich jetzt mal ein bisschen was gekostet, aber das macht nichts. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ich meine, okay, der hat noch nicht so viel kaputt gemacht. Ich fehlt da der Apache-Wurf-Schiff. Aber da habe ich gleich 7000, ist nicht mehr viel. Ja, also ich finde es wirklich toll, wie aktiv ihr auf Facebook seid. In den Gruppen, also ich schreibe was und dann kommen direkt natürlich gleich nette, wirklich nette Antworten. Und wie gesagt, Geduld. Ich werde natürlich mit allen spielen, aber es dauert halt immer so, ja, 15, 20 Minuten. Warum hat er da unten einen Superaffen? Wäre es nicht besser gewesen, den woanders da oben hinzusetzen weiter ein bisschen? Aber egal, ist ja seine Entscheidung. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, ich finde es auf jeden Fall total cool. Und wie gesagt, ich werde aktiv immer in die Facebook-Gruppe schreiben. Wenn ich da zu Hause bin oder wann ich vorhabe, geplant zu spielen. Und deswegen einfach da mal schön reingucken. Ich werde euch, wie gesagt, falls ihr nicht da drin seid in der Gruppe, dann auf jeden Fall einfach mal melden. In Facebook, dann werde ich euch natürlich hinzufügen. Und dann kann es abgehen, Leute. Dann kann es richtig gut abgehen. So, jetzt wollen wir hier noch ein bisschen. Zack, Affenfestung, noch eine Platzkraft mehr, jetzt wird es richtig abgehen. 6500 gleich, 6600, wow, heftig. Heftig. Und da wäre 140 Leben, glaube ich, schwer gewesen. Und ihr merkt schon, wie krass, ich finde schon, das dauert viel, viel länger als ein normales Spiel. Ich meine, ich bin gerade schon bei 9 Minuten und gerade mal bei 50. Runde, das kann schon eine Weile dauern. Aber überhaupt kein Problem. Was haben wir hier noch? Dschungeltraumen könnte man noch machen. Radarscanner brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da mache ich noch Deadly Precision. Weg mit dem. Achso, der Dix war schon weg, der Moor. Der ging auch schnell weg. Da werden wir auf jeden Fall noch eine hinsetzen. Wobei, wir könnten jetzt natürlich auch Bananenforschungszentrum machen. Dummerweise ist das Affendorf in der Range nur von einem, aber das ist natürlich ungünstig. Das ist vielleicht nicht unbedingt geplant gewesen auch, aber. Die wäre schon nicht schlecht, der Bananenforschungszentrum. Wäre schon nicht übel. Ja, ich würde noch so ein Ingame-Chat fehlen, so ein bisschen. Ingame-Chat wäre schon mega sexy. Und wie ich ja gesagt hatte in dem Ankündigungsvideo, durchweg die Runden, keine Pause hier. Das ist ja sonst langweilig. Und der natürlich, der Host, kann natürlich viel besser starten. Deswegen würde ich eigentlich immer starten, aber
Ne, die Aufnahme, wo ich euch gerade gezeigt habe, hatte ich gelöscht gehabt. Mit dem Facebook-Versuch. Also ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Ich kann keine Freunde, also es ist ganz, ganz komisch, das weiß-schwarz, einfach nur wirklich normaler Text, keine Funktion hinter irgendwelchen Buttons oder keine Grafiken, lediglich so komischer Text. Und da kann ich leider nicht viel damit machen. Das war sehr ärgerlich, aber gut, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Wenn ich jetzt die theoretischen Affen darauf hinpacke, würde ich jeweils 2000 sparen. Das heißt also, wenn ich hier jetzt einen hinpacke, spare ich 2000, über 2000. So, zack, kommen wir günstiger hier. 13.610, na 1500 spare ich. Habe da gerade mal 1730 durch das Affendorf bezahlt. Ich glaube 1730. Und spare über 3000. Das heißt, es war locker worth, das zu machen. Während hier mein Dings schon 32.000 Popcounts hat. Und da kommt ein Dingens, ein BFB. Ne, Moab-Pieser. Das war ein kleiner Moab. Was werde ich denn sonst noch Schönes bauen? Ich werde auf jeden Fall noch einen Gott der Sonne bauen, definitiv. Und zwar genau an den Rand, damit ich auch mal die schönen Popcorns hier bekomme. Kann ja nicht sein, dass er mir alles klaut hier. Komm, jetzt lass mich die scheiß Bananendings anklicken. Mein Gott, ey. So viele tausende Bananen. So, wertvolle Dings muss ich auch noch machen. Oh, wie wenig Geld wir kriegen. Holy shit. Holy shit. Ah, er hat auch einen Heli gebaut. Wow. Aber sein Heli ist ein bisschen hinter meinem. Mit 39, also jetzt wird er mir auch noch die Luftpopcounts klauen. Du bist aber ein Gemeiner. Ein ganz Gemeiner. 63. Runde, achso, geht er schnell. Ja, es hat 63. Runde mit meinem Apache-Warfare-Schiff, gerade wenn sie halt wirklich hier über Kreuz laufen, das Ding hat wirklich so ein AOE-Angriff hat, dann lohnt sich das definitiv. Oh, ich brauche noch 500. Da haben wir's. Lohnt sich das definitiv schon. So, jetzt kommt der Gott der Sonne zur... Ah, das ist natürlich doof. Ich muss hier überall Affendörfer hinbauen, das ist ätzend. Das ist echt ätzend, ey. Ne Scheiß. Ich muss hier überall Affendörfer hin platzieren. Oh, zack. Dann gibt es hier höhere Range. Zack, zack. Und hier auch nochmal höhere Range. Oh, fast. Ich brauche noch ein bisschen. Aber mein Superaffe kann durchaus gleich schon. Ey, lass ihn. Genau, da ist mein Superaffe. Oh, schon 300, 400, 500 Popcorns. Hier, dann haben wir 436. Ja. ja, so fließt die Kohle hier. Gott der Sonne auf jeden Fall gleich. Nächste Runde, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wie viel kriege ich da durch. Ich glaube, es sind 5 solcher Kisten. Ja, kriege ich auf jeden Fall die Runde, denke ich. Spätestens nächste Runde. Ja, nächste Runde. Hat er schon Apartment? Nee, hat er noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Oh, da habe ich Geld. Gott der Sonne, da ist er. Ah, da viele Bananen da rumliegen. Warum kauft er sich keine... Oh, ja, die verschwinden gerade alle. Habt ihr gerade schon gesehen, einige sind verschwunden. Warum kauft er sich keinen Bananen-Profi, Affenbauer-Dingensen? Aber man merkt, glaube ich, schon, er spielt auf dem Tablet oder auf dem Handy, weil er so viele Dings gleichzeitig ansammelt, so viele Bananen. Okay, sollte kein allzu schwieriges Problem mehr sein. Ich meine, der macht hier schon ganz gut was kaputt. Ich könnte ja theoretisch noch eine Spukgestalt hinsetzen, wenn ich Bock hätte. Aber ich glaube, ich denke, ich werde sogar noch ein Dings hinbauen, noch ein Gott der Sonne hinbauen. Leute, ich habe gesagt, go. Kleine Pausen. Tada! Runde 70. Gott der Sonne, komm zu mir. Ich könnte auch theoretisch Terror durch Technik machen, aber das ist nicht so cool. Oh, ich penne gleich ein, ey. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte das durchgehend bitte haben. Einfach, weil ich mir sowas auf sowas keinen Bock habe, hier rumzusitzen die ganze Zeit und zu chillen. Deswegen bitte, bitte immer sofort Go machen. Weil ich nicht ewig warten möchte. Danke. Ja, zwei Götter der Sonne, locker reicht es. Affennachrichtendienst. Ne, Radarscanner haben wir ja schon. Wir können ja noch einen Warp-Krüppel bauen, warum nicht? So einen kleinen Mini-Scharfschützen hier. So einen getarnten Scharfschützen. Können wir hier sogar noch einen hinsetzen. Da, na, da war, doch, da hab ich schon gesehen. Wollte schon sagen, ich bin doch nicht doof. Noch bin ich nicht alzheimerisch. Tadim. Er ist natürlich gut für ihn, weil mein Dings jetzt die Blumen stecken lässt. Das ist natürlich dumm gewesen.
Das war nicht ganz so clever. Als ich wieder Moa, ist egal. Egal, egal, egal. Was soll's, was soll's. Schon wieder 12.000, holy shit. Die Balladendinger sind echt ziemlich cool. Ich denke, mehr brauchen wir auch nicht. Wir könnten Affen-Nachrichtendienst end zu den Waffen. Ja, wir könnten es aber auch sein lassen. Dann würde ich sagen, sage ich hier noch einen super Affen hin. Ich habe da gerade einen Platz für ein Affendorf gesehen, da wird euch hier ein super Affen noch hin. Schlanker super Affe wird euch hier hinpassen. Der schlanke Affe, der. So, Money, wo bleibt das Money? Oh, der hat auch schon eine Bananenforschungsfabrik, auch nicht schlecht. Für mich war es natürlich ein bisschen einfacher, weil ich einfach nichts machen muss. Er hat einfach den ganzen Anfang übernommen, ist das schon okay gewesen. Muss man mal gucken, wie man sich dann aufteilt. Also, wenn man natürlich der zweite Spieler ist, dann ist man wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit immer auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ist man immer auf der rechten Seite? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. So, 79. Runde, 6 Runden nur noch. Mensch, das geht ja recht fix hier. Reicht aber auch, ich meine, das sind ja über 20 Minuten dann locker. Das ist mir für meinen Geschmack sogar schon ein bisschen zu viel, die Zeit. Aber die Zeit nehme ich natürlich viel schwer gerne. Ich habe übrigens das falsche Affendorf vorhin genommen gehabt. Ich wollte ein anderes haben. Bauen wir es einfach nochmal neu hin, würde ich sagen. Die da oben wollte ich haben. Badam. Ups. So, Götter der Sonne, 10.000, 21.000, 130.000. Ja, schon minimaler Unterschied. Boah, das Set ist echt scheiße. Also ich dachte, hier war irgendwo was. Doch, da. No, nicht genug Kohle. Gib mir mehr Money. 4.000. Ich möchte ein zweites Energieleuchtfeuer. Ja, bin dabei. Yes, wunderbar. Ja, die Helis natürlich regeln, weil sie einfach mal so krass weit vorne stehen, dass da der Rest kaum noch angreifen kann. Haben wir auch schon Götter noch, seht ihr? Ich glaube, es ist recht unwahrscheinlich, dass die hier noch durchkommen werden. Die Map war einfach zu leicht. Oh, da kommt übrigens ein Somk, der von meinen Snipern geslowt wird. Und damit haben Lorenz, das Mani und ich die Strecke auf schwer abgeschossen. Gegen $200, 3 Münzen und eine Goldmedaille. Vielen Dank, dass du mit mir gespielt hast. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Bloons. Wieder mit natürlich einem weiteren Zuschauer, der da mitspielen möchte. Wartet ab, wer sein wird. Und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.